Jo, herzlich willkommen zurück bei Elder Scrolls Online. Ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Wir geben jetzt den Bösewichtern den Rest, die für die Seuche in... Wie heißt es hier gleich wieder? Ich kann es mir einfach nicht merken. In Narsis verantwortlich sind. Ja, Training ist inzwischen rum. Es sind ein paar Stunden vergangen. Und es laggt. Ja. Wahrscheinlich werden die... Warum leckt denn das so? Was ist denn da los? Das ist doch... Ich meine, ich bin diesbezüglich eh nicht verwöhnt, aber... Ganz so schlimm. Ja. Wir haben heute Samstag, den 9.5. Es ist jetzt 20.42 Uhr. Und da greift mich gleich einer an. Na? Klick. Kleines Foto machen. Einmal bleib am besten liegen, dann ist es gleich hinter dir. Jo, sehr schön. Abgeschlossen. Findet den Eingang zu den Ruinen. Betretet die Ruinen. Ja, dann tun wir wie geheißen und betreten die Ruinen. Zu den Ruinen von Narsis gehören auch die Grundfesten der ersten Gebäude, die hier errichtet wurden, als sich die Chimäer aus Somersind niederließen und die Siedlung Narsis, wo ein jeder innig den Propheten Velod preiset, gründet und so weiter und so fort. Hoppala. Halte Geron Sadria. Habe ich hier eine Karte? Wo habe ich... Lustig, Tintenfischbäume. Ich denke, ich schleiche erstmal und verschaffe meinen Überblick. Dum-dum. Haltet Giron Sadri auf. Da ist eine Spinne. Mit was habe ich es hier denn zu tun? Bestimmt wieder mit Leidgeborene Frostmagier. Seelenhüllen oder wie sich die gleich... Nachdem ich euch vernichtet habe, wird nichts mir in Vox' Weg stehen. Leidgeborenen Rekruten, dich nagel mir mal fest. Und dann... Bleib am besten einfach da, wo du bist. Genau. Jo, sehr schön. Hatte keine Chance. Die Dürm. Our hero claims the warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes. With a voice wailing power of the ancient Rodad. Wie viel Leben haben wir denn? 36.000? Ja, das kriegt man hin. Oh, was ist denn hier noch los? Stehen die auf, wenn ich... könnte sein. Also mal Blitzdingsen, dann festnageln. Die Einmischungen werden ermüdend, Außenseiterin. Ja, komm nur her. Ich euch vernichtet habe, wird nichts mehr in Vox' Weg stehen. Komm. Feuer doch mal, komm, Feuer. Feuer frei. Hierher. Auf meinen Schild. Was? Wieso reflektiert der nicht? Doch, wahrscheinlich habe ich den schon verbraucht gehabt irgendwie. Boah, Mietz. Komm, wir spielen ein bisschen Ping-Pong. Ich liebe den Skill, er ist so genial. Zumindest gegen... Magische Zipfelklatscher. Jo! Hast dich selbst abgeschossen, selber schuld, hättest mich nicht angegriffen, hätte zumindest ich angreifen müssen. Gerons Schlüssel. Und du siehst nicht gesund aus, was ist... Ja, okay, da geht's offenbar noch weiter, das ist wohl ein mehrstufiges Labyrinth. Ihr wollt es euch nicht mit mir verscherzen. Vertraut mir. Na ja, du. Na komm. Wo ist es denn?
Und dann einmal, zweimal, dreimal, viermal. Exploding Hund oder so. Kann ich hier irgendwas looten? Besser durch. Ja, wenn ich schon mal. Nö, brauche ich jetzt nicht. Roggen auch nicht. Noch mehr Roggen. Noch viel mehr Roggen. Da scheint es nur Roggen zu geben. Na, ja. Turm. Euch mache ich hier fertig, genau. Damit ich keinen mehr als nötig ziehe. Genau, bleibt einfach. Was war das denn? Das muss ich mir nochmal angucken. Mahagoni, ja gut, gibt eine blaue Handwerkszutat auch recht. Dovakin, Dovakin, Nalok, Zindlos, Varin. Habe ich schon 200? Wadain, Bukul, Mahafera, Gaspal, Akfinoro, Palgran, Turnus, Hon, Zindrosan, Dovakin, Varin. Und aufmachen. Die fruchtbaren Täler von der Yoshan beherbergen üppige Pilzwälder, tiefe Quamaminen und weite Weidelandschaften, in denen Netsch und Gua grasen. Doch all dies verblasst vor der Herrlichkeit Gramfestes, der Heimat des Tribunals und der verschwindenden Ladebildschirme. Inhalt. Hi, das ist Diebstahl. Wie kannst du nur. Belayer, das gehört sich nicht. Das macht man einfach nicht. Aber schleichen tue ich. Ich will schließlich, wenn, dann mache ich hier den Überraschungsangriff. Dorfbewohner, Dorfbewohner. Ratsherr. Helf mir, bitte. Irgendwas? Ja, dann. Giron hat mich verraten. Er hat unsere Leute getötet und die Leichen mit der Lodos-Seuche infiziert. Er meinte, das würde sie verstärken. Er brauchte eine große Anzahl potenzieller Leichen. Deswegen wollte er Narsis abregeln. Verstehe, dann hätte er die Leichen gleich hier vor Ort, die an dieser Seuche krepieren, ne? Haltet durch, schont eure Kräfte. Für mich ist es zu spät, aber ihr müsst mir zuhören. Lasst niemanden das Wasser trinken. Der See muss gereinigt werden. Und ich muss euch von Vox erzählen. Vox? Sie ist die Anführerin. Narsis ist nur der Anfang. Sie erzeugen die Lodos-Seuche in der Schlucht. Sie werden sie bis nach Gra... Gramfeste heißt es wahrscheinlich. Halte durch, Ratsherr. Ja. Nö, der hält nimmer durch. Das hat sich wohl erledigt. Was finde ich denn hier noch? Lauter Käfige. Da werden also die Kranken eingesperrt, bis sie krepieren. Oh, Leichen gibt's hier wahrlich genug. Das kann man nicht anders sagen. Sorgen und Schwermut. Ein Elend. Naja, wir werden die mal. Da seid ihr ja. Es freut mich zu sehen, dass ihr es geschafft habt. Hallo. Hallo, Baron Davil? Noch am Leben, wie ich sehe. Ich schätze, das rechtfertigt Narius Vertrauen in euch. Habt ihr sie gefunden? Wie geht es Ralden? Sind sie dort drin? Ralden ist tot, aber viele der vermissten Dorfbewohner leben noch. Ich verstehe. Ralden war ein guter Mann, der sich um seine Leute sorgte. So sollte man sich an ihn erinnern. Die Wachen kümmern sich um die Leidgeborenen in den Ruinen. Was ist dort drinnen geschehen? Chiron hat die gefangenen Dorfbewohner benutzt, um die Seuche noch gefährlicher zu machen. Er hat ihre Leichen im See ausbluten lassen. Deshalb wollte er Narsis also abriegeln, damit er einen Nachschub an Seuchenüberträgern parat hat.
Das Haus Lalu wird dafür sorgen, dass niemand das Wasser des Sees trinkt, bis er gereinigt wurde. Gut so. Braucht ihr sonst noch etwas von mir? Narsis ist sicher. Zumindest fürs Erste. Wir müssen diese Leute zu den Heilern schaffen. Ihr solltet euch etwas erholen. Ich fürchte, die Sache wird noch viel komplizierter werden. Die Leidgeborenen sind gefährlicher, als wir dachten. Ich bin mir sicher, dass wir eure Hilfe bald wieder brauchen werden. Ja, das nehme ich auch an. Quest abschließen? Wir sorgen dafür, dass man sich um diese Leute kümmert. Wenn ihr kurz Zeit habt, dann kehrt nach Narsis zurück und sprecht mit Nayu. Sie hat eine Spur zu dem von euch entdeckten Namen gefunden. Ich stoße zu euch, sobald ich kann. Geht es um den Schöpfer der Seuche? Ja. Ich ließ Nayu die Beweise untersuchen, die ihr aus dem Lager der Leidgeborenen geholt habt. Sie hat etwas entdeckt, das sie euch mitteilen will. Trefft sie in der Siedlung. Ich werde gehen und mit ihr sprechen. Begonnen, die Fährte der Seuche. Ja, sprechen mit, wissen wir schon. Muss ich da hin? Ja, okay. Und das ist wohl das gelbe Ausrufezeichen. Wir standen ja neulich schon mal vor dem Haus. Neuigkeiten verbreiten sich schnell an Orten, an denen nie etwas geschieht. Ja, genau so ist es. Und haben uns gewundert, warum hier kein Ausrufezeichen ist. Jetzt wissen wir es. Ich hatte recht mit meiner Annahme, dass das später in der Quest sein wird. Die haben wir eben angenommen. So, Sternchen. Gottlieb, wie süß die Katze wieder. Sternchen. Nario Virian. Ende gut, alles gut. Oder zumindest so gut, wie es wird. Ich bin froh, euch in einem Stück wiederzusehen. Varon sagte, ihr hättet neue Informationen. Die Dokumente, die ihr im Lager der Leidgeborenen gefunden habt, enthielten mehrere Namen. Einige tauchten immer wieder auf. Ich habe etwas nachgebohrt und ich konnte einen davon mit unserem Ziel in Verbindung bringen. Warum erzählt ihr mir das? Weil ich auch erfahren habe, dass Truppen des Hauses Lalu von einer überlegenen Streitmacht der Leidgeborenen an der Obsidian-Schlucht überfallen wurden. Unser Ziel führt diese Streitmacht an. Wir wollen nur den Alchemisten. Die Rettung der Lalu ist nicht Teil unseres Mandats. Aber wenn wir uns zusammentun... Wir könnten beides erreichen. Jetzt habt ihr verstanden. Varon und ich stoßen bald zu euch. Wir müssen unseren Bericht abschicken und unsere nächsten Befehle abwarten. Gebt auf euch Acht. Wir sehen uns bald wieder, meine Freundin. Jawohl. Was bedeutet das jetzt für mich genau? Puh, Todesfalle, Hauptmantiere. Das ist wohl schon das nächste Questgebiet. Ja, weil ich behaupte, ich würde mal wieder einen Skillpunkt kriegen. Die Stadt ist nur zu eurem Schutz diesbezüglich abgeriegelt. Ist das Spiel gerade ziemlich geizig und ich hätte noch so viele Projekte. Und ja. Die Fährte der Seuche hat die Obsidian-Schlucht übernommen. Ich sollte dorthin gehen und Kommandant meine Unterstützung anbieten. Ja, das wird was länger. Das habe ich im Gefühl, das wird auch wieder 4 Stunden dauern oder so. Beziehungsweise 4 Folgen, also 2 Stunden. Schauen wir mal, ob hier noch eine Nebenquest ist. Die Fährte der Seuche, haben wir die jetzt gerade? Ja, die haben wir jetzt gerade. Mal kurz rauszoomen. Ich werde mal gucken, was Eindringling in Deshan ist. Wenn das eine Nebenquest ist, mache ich die jetzt noch schnell. Didum-didum. Ansonsten mache ich Alternativprogramm. Aua! Mein Glück hat mich verlassen. Moment. Ja. Die alten Knochen manchmal. So. Weit kann es nicht mehr sein. Da ist es schon. Ruhig, sie. Meine Nixhunde sind nervös. Sie wittern die Orks im Pass. Orks?
Bürger sind auf den Straßen hier in der Nähe verschwunden. Ich kam hierher, um nachzuforschen, was es damit auf sich hat, und habe diese Eindringlinge gefunden. Orks. Sie waren schon früher in den Bergen ein Problem, aber dieser Trupp scheint ungewöhnlich aggressiv und gut organisiert. Orks sind ja meistens Dolchstützbünden. Das klingt nach Ärger. Wollt ihr, dass ich dem nachgehe? Ich kann das nicht offiziell in Auftrag geben. Aber es wäre natürlich nützlich, wenn ich wüsste, warum die Orks hier sind. Ich habe gesehen, wie ein Ork einen Brief las. Es könnten Befehle an sie von irgendwem sein. Wenn ihr ein Exemplar davon in die Finger bekommen könntet. Ich werde ein Exemplar der Befehle der Orks sichern. Ja, vertreibt die Orks aus dem Bergpass. Das, wenn ich jetzt wüsste, das ist, glaube ich, in einer Viertelstunde nicht zu schaffen. Was können wir denn noch machen? Ich könnte... Ja, das ist wahrscheinlich eine Nebenquest. Ja, Mensch, das, wenn ich jetzt wüsste... Na gut, während ich hier rumrätsel, ob ich es mache oder nicht, ob ich es filme oder nicht, meine ich, mache und tue es auf jeden Fall, kann ich genauso gut mal die Eindringlinge in die Schatz, so. Kann ich genauso gut anfangen. Malak Schlund entdeckt, yay. Freund oder Feind? Eindeutig Feind. Und ein Buch. Backbord voraus. Immer schön wachsam bleiben. Kornblume, die geht mit, auch wenn ich entdeckt werde jetzt. Was sind denn das für... Gibt's ja noch eine Quest? Schwurgebundene Infanteristin. Ich muss eigentlich da rein. Geht das hier? Ja, das hat geklappt. Hervorprächtig. Ruinen der Tebema. Ein Buch mehr in meiner Sammlung. Yay. Cool. Kleines Buch. Über das Erbarmen. An alle. Erbarmen ist eine Schwäche. Vergesst nicht, wir sind ihrer Schädel wegen hier. Es bringt Malakat keine Ehre, die Schwachen zu Sklaven oder Spielzeugen zu machen. Und wenn es nicht die Art Malakats ist, dann ist es auch nicht die Art der Schwurgebundenen. Grutsnack. Dem werde ich die Löffel langziehen. Mal gucken. Was bist denn du für einer? Du siehst aus, als wärst du gefangen. Woher in Shores Namen seid ihr denn gekommen? Wie auch immer, helft mir aus diesen Fesseln. Den Ohren nach zu urteilen, bist du kein Elf, vermutlich Bretone, also Dolchstürz. Oder Nord? Ja, könnte auch sein. Was ist euch zugestoßen? Ich habe mich nur zum Spaß gefesselt. Wonach sieht es denn aus? Ich wurde von Orks gefangen genommen. Schneidet mich los. Ich habe eine Idee, wie ich es diesen schweinsgesichtigen Schneerücken heimzahlen kann. Ja, also wenn du dich nur zum Spaß gefesselt hast, will ich nicht länger stören. Auf Wiedersehen. Na, Schmarrn, ich schneide euch los. Jetzt muss ich doch mal gucken. Ich würde sagen, also Velaya ist Bretone, also ist sie wahrscheinlich Nord, weil Nord sind ein Stück größer als Bretonen in der Regel. So, was hast denn du noch zu erzählen? Viel besser. Dafür schulde ich euch was. Ja, der Name klingt eigentlich auch nordisch. Svanhildr. Was nun? Ich bin wütend, weil ich mich von diesen Milchtrinkern habe gefangen nehmen lassen. Ich bin ihnen etwas schuldig. Wollt ihr mir helfen, ihre kleine Invasion von Morrowind abzuwehren? Schwebt euch da etwas vor? In der Tat, ja. Die Orks haben Zunderpech dabei. Das konnte ich riechen. Wahrscheinlich, um Elfenhäuser niederzubrennen. Tötet ein paar dieser Schneerücken. Sammelt ihr Zunderpech und werft es dann auf ihre Fackeln in ihren Versorgungsverschlägen. Das wird ein Spaß. Und was werdet ihr machen? Ich werde mich noch etwas umsehen und darüber nachdenken, wie unser nächster Schritt aussieht. Trefft mich an den großen Toren, nachdem ihr die Versorgungsverschläge in Brand gesteckt habt. Ist gut. Lest die Befehle.
Lest die Befehle, noch mehr Befehle, okay. Dann lesen wir mal. Ah, ein Mitspieler, schön, dann brauche ich das nicht tun. Hallo, möchte das lesen? Unser eisenharter Schwur denkt an unsere Schwur, Brüder und Schwestern der Schwur gefundenen, köpft die niederträchtigen Elfen, um den Vertrag zu erfüllen, den unser ehrenwerter Stammesfürst geschlossen hat. Noch mehr Befehle? Nee, findet den Vertrag. Ja. Gut. Ist vielleicht doch noch in dieser Folge zu lösen. Kann sein, dass ich ein bisschen überziehen muss. Vielleicht sollte ich auch eine Stelle schaffen, wo ich vielleicht schneiden könnte, wenn es denn sein muss. Wie kommt man denn da jetzt hin? Sag mir nicht, ich muss den ganzen... Ja, das sieht ganz danach aus. Ja, hilft nichts. Gehen wir es an. Aber schön gebückt. Ich bin ja hier nicht da, so da, um Orks zu töten, sondern um diesen Vertrag zu finden. Was ist denn das noch? Ist das noch eine Nebenquest? Das schaut ganz danach aus. Mein Kopf! Sie haben mir den Kopf abgeschlagen. Oh, das tat bestimmt weh, oder? Ihr könnt mich sehen, Außenseiterin. Ich flehe euch an. Helft mir. Was ist euch zugestoßen? Meine Anhänger und ich kamen hierher, um einer großen magischen Erschütterung nachzugehen. Wir wurden von Kralek Grovortrag, einem orkischen Nekromanten aus dem Hinterhalt überfallen und überwältigt. Wir wurden gefangen genommen. Wir wurden enthauptet. Geköpft? Warum? Kralek setzte übelste Nekromantie ein, um unsere Seelen an unsere Schädel zu binden. Meiner liegt auf seinem düsteren Altar. Die Schädel meiner Anhänger wurden unter den Orks verteilt und ihre Seelen als Sklaven eingesetzt. Er quält und foltert uns ohne Unterlass. Ich werde die Schädel zurückholen. Ja, das könnte klappen. Findet die Schädel und bringt sie zu Kraleks Altar. Wir mögen tot sein, aber wir haben nicht all unsere Macht verloren. Wir können Kralek zu euch locken. Darf ich euch ein paar Dinge fragen? Ja, Außenseiterin. Außer Kralek seid ihr die erste Person, mit der ich seit der Köpfung gesprochen habe. Was habt ihr hier gemacht? Ich bin war eine Priesterin des Tribunals. Ich kam mit einer Gruppe von 6 anderen Priestern hierher, um die Quelle dieser schrecklichen spirituellen Erschütterung auszumachen. Was wir fanden, war das reinste Grauen. Was habt ihr gefunden? Kralek Grovortag versucht sich in diesem Land an übler Nekromantie. Er studiert eine neue Kunst, die Seelen der Toten an makabre Fetische zu binden. Wir wurden zu seinem jüngsten Experiment. Warum kann ich mir nicht einfach euren Schädel nehmen oder ihn zerstören? Kralek ist schlau. Für einen Ork. So leicht lässt sich der Zauber nicht brechen. Ihn zu töten ist die einzig wirklich sichere Methode. Okay, ja, dann haben wir hier schon 3 Aufgaben. Ich glaube, das ist noch Stoff für eine komplette Folge, so wie das hier ausschaut. Wer jammert denn da? Da heult doch wer. Dies wird nie enden, ja. Oder? Jetzt gehe ich erstmal da lang und suche nach dem Vertrag. Schwurgebundenen Infanteristen. Das sind bestimmt alle ziemlich... Ja, geht schon los. Ja gut, dann halt. Ich hab nix. Hallo, und. Jo, und da bleibt's jetzt. Zack. Ziemlich brutal, die Kombination mit Schwert und Schild und Blitzgedöns. Stimmt schon noch? Ja, ich bin gerade am Rätseln, wie ich das am besten bewerkstellige. Weil wegen 10 Minuten eine neue Folge oder so, das ist ja dann auch bekloppt irgendwie. Da kommt man ja nie zu einem Ende, da kommt dann wieder die nächste Quest und noch eine und...
Mal schauen, ob der mich sieht. Wahrscheinlich ja. Gut, Blindfisch. Sein Glück. Kampfeslärm im Hintergrund. Na? Vorhin hat's auch geklappt. So. Da wären wir schon mal. Was? Noch eine Quest? Ich glaube, ich krieg junge Hunde. Oder ist das Teil der anderen Nebenquest? Ja, da werde ich wohl nicht drum rumkommen, da muss ich kämpfen. Bleib so. Genau so brauchst du dich. Braver Ork. Was ist das? Kochtopf? Was will ich denn mit dem Kochtopf? Schädel eines Dunkel. Achso, die machen Trophäen. Süße Erleichterung. Sammelt behandeltes Zunderpech? Jo. Soll mir recht sein. Er hat meinen letzten Met gesoffen. Wer hat von meinem Tellerchen getrunken? Wer hat von meiner Gabel gegessen? Oder wie heißt das? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Okay, dann mal da hüpf drüber und... Was ist das? Der Vertrag, oder? König Kuroks Versprechen. König Kuroks Versprechen. Hiermit sei der Vertrag zwischen seiner Majestät König Kuruk, dem Monarchen von Orsinium und dem Kriegsfürsten der Schwurgebundenen Grunznack Krovolkar unter folgenden Bedingungen geschlossen. Insofern die Tode von Dunkelelfen Mauerloch erfreuen und im Sinne des Vertrags nützlich sind, für jeden Dunkelelfenschädel, den die Schwurgebundenen vorweisen, wird König Kurak die Herrschaft über das Land und Malaks Schlund für jeweils ein Jahr gewährt. Weiterhin sein Kriegsfürst Grusnak Grovolkar und sein Schwurgebundenen von jeglicher Schuld an Verbrechen gegen das Deutschschutzbündnis, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, Mord, Raub und die verbrecherische Imitation reisender Gaukler freigesprochen. Ja, übles Verbrechen, Imitation reisender Gaukler, ich bin schockiert. Kuro Gro Orsinium. Und, ja, du hast das letzte Mal einen Fehler gemacht. Schwurgebundene Wächterin und, genau, nochmal. Ja, bleib einfach so. Schicke Kombination. Und nochmal, komm. Jo. Das tat sich ja weh. Vielleicht sollte ich deren Köpfe auch auskochen. Schädel, das können wir euch nie zurückzahlen. Ja, noch habe ich euch nicht erlöst. Das war nur Teil 1 der Aufgabe, wenn ich es richtig verstanden habe. So, schleichen. Das ist bestimmt noch ein Kochtopf, oder? Ich werde kämpfen müssen, hilft nix. So, bleibt so. Einmal, zweimal und wieder nachstunnen und dann habt ihr eigentlich keine Chance. Tschüss. So, Zunderpech hätten wir auch wieder. Dann wohl der letzte Kopf. Jetzt schlagen wir zurück. Wie? Was? So. So viel zu tun. Ich dachte, hinten wäre ein Questplot. Ja, also ich versuche jetzt, das in ein Video reinzupacken. Falls das doch noch eine ziemlich lange Geschichte werden soll, werde ich an dieser Stelle hier schneiden.